Hallo Leute, mein Name ist Sotsasti und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Flussführer. In dieser Folge schauen wir uns einen anderen Abschnitt des Vorderrheins von Cumpadrials nach Tavanasa an. Der Vorderrhein ist zweifellos der beliebteste Wildwasserfluss der Schweiz. Die Rheinschlucht von Ilanz nach Reichenau mit ihrer einzigartigen Landschaft ist hier sicherlich ausschlaggebend. Die oberen Abschnitte werden daher weniger oft befahren. Es gibt jedoch einige und die Ein- und Ausstiegspunkte können frei gewählt und kombiniert werden. Von diesen oberen Strecken ist der Abschnitt Cumpadrials bis Tavanasa wahrscheinlich der beliebteste. Der Einstieg bei Cumpadrials ist an der Brücke oberhalb des Dorfes. Die Flussseite ist dabei frei wählbar. Der darüberliegende Abschnitt hält den schwierigsten Katarakt ab diesem Tiss bereit und ich plane diesen für eine andere Folge. Aber du kannst dir ein Bild davon verschaffen von einem anderen Video, das ich gemacht habe, welches diese Stelle beinhaltet. Cumpadrials liegt am oberen westlichen Ende eines Talkessels der Gemeinde Sumfitschk. Von der Hauptstraße über dem Talgrund sieht er mehrheitlich flach aus. Einmal auf dem Masser merkt man jedoch schnell, dass dem nicht so ist, da viele kleine Katarakte doch einiges an Gefälle aufweisen. Den besten Wasserstand kann man von Frühjahr bis Sommer vorfinden, wenn der Schnee in den hohen Bergen schmilzt und das benötigte Wasser bringt. An der Staustufe in Tavanasa kann man ablesen, wie viel Wasser ins Staubecken fließt. Dieser Wert ist nicht über das Internet verfügbar. Deshalb ist man auf den Pegel in Ilanz weiter unten angewiesen. Wenn man diesen Wert durch 2 dividiert, kann man den Wasserstand hier oben ziemlich gut abschätzen. Auf dieser Fahrt hatten wir 16 Kubikmeter pro Sekunde, was recht niedrig ist. Einen guten Wasserstand kann man erhoffen, wenn der Pegel in Ilanz 55 Kubikmeter pro Sekunde angibt. Da der Fluss hier oben nicht besonders breit ist, sollte man sich auf Baumhindernisse gefasst sein. Besonders im Frühjahr und nach einem Hochwasser. Aufgrund des Flusscharakters kann es schwer sein, anzuhalten und ein Kehrwasser vor so einem Hindernis zu erwischen. Dies wird umso schwerer, je größer die Gruppe ist oder mit weniger erfahrenen Paddlern. Abhängig vom Wasserstand kann dieser Abschnitt als Wildwasser 2 bis 3 eingestuft werden. Die Schwierigkeiten steigen gegen Schluss, aber dazu kommen wir noch. Nach der Brücke von Surain gibt es einen halben Meter hohen künstlichen Abfall. In den letzten Jahren schien die linke Durchfahrt eine gute Wahl zu sein. Das kann sich jedoch mit der Zeit und unterschiedlichen Wasserständen ändern. 500 Meter weiter gibt es eine zweite langgezogene Stufe. Hier ist die beste Routenwahl nicht immer so offensichtlich, besonders bei höheren Wasserständen. Nun haben wir das Geröll-Delta des Sumfitschker Rheins erreicht. Dieser Bach ist oberhalb seiner letzten Schlucht aufgestaut und sein Wasser fließt letzten Endes in den Hinterrhein. Daher ist die Wassermenge, die von rechts zuströmt, nie in dem Ausmaß, als wir die Geröllmaßen vermuten lassen. Von hier an ist das Flussbett breit und die Schwierigkeiten bis Trun gering. Dennoch lassen sich ein paar Stellen fürs Auge oder eine sportliche Herausforderung finden. Der Campingplatz Trun ist das Basecamp des jährlich stattfindenden Truner Woche. Von hier aus werden jeden Sommer Touren auf nahe und nicht so nahe Flüsse und Bäche organisiert. Der Campingplatz ist auch ein guter Ort für weniger geübte Paddler auszuboten, wenn Sie den unteren, schwierigeren Teil vermeiden möchten. Vor einigen Jahren wurde das unfahrbare Wehr aufgelöst. Daher ist es nicht mehr so einfach, die richtige Stelle zum Ausbooten hier in Trun zu finden.
Sie ist unterhalb der Geröllbank auf der linken Seite nach einer längeren Gerade, wenn die Hochspannungsleitung den Fluss abermals überquert. Von hier an steigen die Schwierigkeiten wieder mit einem ersten Höhepunkt, dem Katarakt unter der Straßenbrücke. Im ersten Teil muss man seinen Weg durch große Steinblöcke finden. Wir tendieren hier zur rechten Seite. Höhere Wasserstände können zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Direkt unter der Brücke werden die Steine kleiner, aber das Gefälle bleibt sich gleich mit vielen überspülten Steinen und Löchern. Erst nach einer nächsten Rechtskurve und einer Gesamtlänge von 500 Metern nimmt das Gefälle ab. Die nächsten 2 Kilometer sind wieder einfacher, vergleichbar mit den ersten paar dieses Abschnitts, allerdings mit mehr Wasserdruck. Die graue Betonwand der Straße voraus markiert den Beginn des letzten Katarakts nach einer Längskurve. Abhängig vom Wasserstand und dem Können kann dieser ein spaßiger Abschnitt mit Kehrwasserhüpfen werden, um die nächste Durchfahrt auszumachen. Der Katarakt ändert sich von Zeit zu Zeit und im einen Jahr bietet die rechte Seite die bessere Route und im nächsten ist es die linke. Der Katarakt endet im Rückstau des Kraftwerks Tavanasa. Es handelt sich um ein Pumpspeicherkraftwerk, welches sein Wasser erst unten in Ilanz wieder freigibt. Der Energiehunger unserer Gesellschaft macht solche Verbauungen zu einer Notwendigkeit, sodass oft zu wenig Wasser für die Folgestrecke weiterfließt. Zusätzliche Informationen sind der Beschreibung unten zu entnehmen. Wenn du diesen Flussführer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Like und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Subscribe-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!